befinde mich jetzt hier vor dem Hauptbahnhof auf einer großen Kreuzung, in der Mitte einer großen Kreuzung, das Hyperion, Victors Residenzhotel zu Hause in Leipzig und das große Wintergartenhochhaus, das sagt ihr mir, das kennt man hier in Leipzig. Und es ist hier, ich weiß es nicht, sind es hier 100 Polizisten, die hier relativ eingekesselt aussehen. Der Plan war wohl, den Aufmarsch zu stoppen und auf der anderen Seite die Antifa fernzuhalten, und es sind aber die Menschen einfach andere Wege gegangen und gehen jetzt von der anderen Seite auf den Marsch zu, sodass hier im Prinzip die zwei Brückenköpfe der beiden friedlichen Märsche hier aufeinander stoßen würden, was dazu führt, dass die Polizei hier irgendwie so ein wenig eingekesselt ist. Hier sehen wir wieder Menschen am Laufen, die mit Kerzen laufen. Und damit den Ring um die Polizei hier, um diese Kreuzung schließen. Es gab hier einen kurzen Zwischenfall, als ein paar Leute versucht haben, hier gewaltsam durchzubrechen. Das ist zu verurteilen, weil Gewalt führt zu nichts. Und das sind die friedlichen Szenen, die wir brauchen, dass ein Polizist steht und einfach die Menschen das respektieren und nicht durchbrechen und mit den Polizisten auf Augenhöhe reden. Das ist das normale Verhalten, das wir uns erwarten. Auch hier sehen wir, oh, jetzt ist da hinten, höre ich ganz viel Gegröhle. Das dürfte aber 50 bis 100 Meter von hier entfernt sein und da komme ich jetzt nicht durch. Ja. Zum einen müsste ich dann die Polizeiabsperrung durchbrechen und ich weiß nicht mehr, ob ich dann wieder zurückkomme. Aber ihr seht es selber. Es ist hier ein... Die Polizei hat hier die Kreuzung gesetzt und es ist hier ein Ring um die Polizei herum, hat sich gebildet. Ich würde reingehen und es sein lassen und kündigen.